Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Stardew Valley mit Betty. Hallöchen. So, jetzt bin ich ein bisschen mehr erwacht. Ja, ich habe erstmal, keine Ahnung, 3 Songs getanzt, damit ich irgendwie wach werde, weil... Ich weiß nicht genau, wie lange ich jetzt geschlafen habe, aber auf jeden Fall war das nicht viel. Also, die Geister sind heute höchst unzufrieden und morgen wird sonnig. Hallo Betty, ich würde meinen Kühen gerne einen speziellen Leckerbissen gönnen. Sie sind so gute Mädchen und haben auch Hunger. Könntest du mir ein wenig Amaranth bringen? Sie lieben das Zeug. Nein, kann ich nicht. Ich habe den Auftrag. Was ist denn Amaranth? Ich habe keine Ahnung. Ich google das jetzt. Mach das. Ach, ich komme hier ja nicht durch. Ich muss den Zaun abbauen, das nervt mich. Amaranth, ein lila Getreide, das zu alle. Oh, Zivilisation, cool. Oh mein Gott, ey, was wollen die denn alle hier? Ein lila Getreide, willst du mich ernsthaft verarschen? Ich habe noch keine Kommentare gelesen übrigens. Perfekt. Jetzt haben wir gerade schon eine Pause gemacht und ich habe es trotzdem nicht hinbekommen. Vor allem, ganz ehrlich, das ist jetzt die 3. Folge, die wir jetzt halt haben. Das ist jetzt die Folge kommt Freitag. Und die Leute müssen jetzt so lange warten. So, ich bin jetzt schon bei Pierre. Möchte möchte irgendwie mit aller Kraft etwas gegen den Berg werfen. Eure Gene vielleicht. Bitte an Sebastian, Bergstraße 24 liefern. 180G bei Lieferung. Sebastian wird dankbar sein, Betty. Nimm den Auftrag an, wenn du möchtest. Ja, mache ich. Aber meine Auberginen müssen noch wachsen. Ja, ich weiß. Aber da steht halt auch kein... Steht halt nicht, wie lange das jetzt ist. Einwandfrei. Deswegen weiß ich jetzt nicht genau. Vergnügen. Mittwoch ist Ruhetag. Nee, ich sag's nicht. Ich gehe jetzt in die Mine. Ist mir egal. Du sollst erst den Auftrag annehmen, bitte. Nein, ich gehe jetzt in die Mine. Ich nehme den Auftrag morgen an. Mhm. Oder hängt der morgen da nicht mehr? Ich weiß es nicht, deswegen sollst du ihn jetzt erstmal annehmen. Ja, jetzt bin ich gleich schon bei der Mine. So, ich werde jetzt hier ein bisschen noch weiter meine Sachen gießen. Wir haben ja gerade eine Pause gemacht. Ich habe übrigens mir in der Pause auch erstmal einen Kaffee gemacht, weil ich tatsächlich, obwohl ich eigentlich ausreichend geschlafen habe, heute auch wirklich müde bin. Na, ich habe meinen freien Tag so gesagt ausgenutzt. Gestern noch. Deswegen. Das wird dann erstmal gemacht. Oh, ganz viele Monsties. So. Ich habe ganz vergessen, dass die Minen ja voller Monster sind. Ja, und dass du da alleine hingehst. Wow. Ja, das ist ja nicht schlimm. Was ist denn letztes Mal passiert, Betty? Wir sind beide gestorben. Weil wir auf Höhe 70 wollten. Und wir waren nur noch einen davon entfernt. Ja. Und das hat wehgetan. Ich wollte unbedingt diesen scheiß Durchgang finden. Und habe ihn nicht gefunden. Und dann sind wir beide gestorben. Weil einer alleine ja nicht gereicht hätte. Ja, schade, schade Schokolade, ne? Das ist immer so. Aber ich habe so ein Essen dabei, jetzt, ne? Was mir halt auch wieder Health gibt. Also sollte das eigentlich funktionieren. Okay, Mani ist da. Perfekt. Tiere kaufen. Huhn kostet 800. Das haben die aber teuer gemacht. Ich habe ein Quarz. Wer mochte denn nochmal Quarz? Ich weiß es nicht mehr. Mhm. Ach, und ich wollte mich noch erkundigen, wie viel ein besseres Schwert kostet. Ja, stimmt ja, das wollte ich auch noch holen, weil ich kein Schwert mehr habe.
habe echt kein Schwert mehr, verdammt. Wieso hast du kein Schwert mehr? Ja, weil ich das doch verloren habe. Ah, true, du hast ja sogar dein Schwert verloren. Hm. Und das nervt mich. Kann ich verstehen, so. Würde es mich auch. Vor allem, du hast ja noch mehr verloren als ich, also. Weiß ich ja nicht. Ich habe sogar mehr verloren als du. Ich komme auch mit, warte mal. Hier. So, hier passiert sowieso jetzt gerade nicht so viel. Da noch, da noch, da noch. So, die Katze ist mal wieder mitten im Weg. Danke. Einwandfrei. So. Luna kann eine Sache sehr gut auch im realen Leben und das ist mitten im Weg liegen. Da hat sie tatsächlich wirklich ein Händchen für. Ich finde schön, wie realistisch das ist. So, hier muss jetzt irgendwo ein Durchgang sein. Die Frage ist nur, wo geht jetzt hier eine Leiter weiter nach unten? Ich weiß es nicht. So, ich komme auch. So, da, 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 da. Aber ich finde das blöd, dass es an der Seite mal so weitere Höhleneingänge gibt und man die nicht benutzen kann. Also das ist halt so... Also es ist halt eine coole Art und Weise, das so alles zu machen. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass es halt so kein Special Gimmick ist, wo du halt irgendwas Cooles finden kannst oder so, dass das irgendwie nur so alle 20 Ebenen vorkommt oder so. Mhm. Und dann mit so einer gewissen Rarität halt, weißt du, dass du halt einfach so einen Prozentsatz hast, das wäre schon echt cool. Hallo. Bam. Oh. Guck mal, wir sind schon auf 69, uns fehlt nur noch eine. Dann haben wir den nächsten Fahrstuhl. Ja, zum Glück ist es halt jetzt nicht so ein spezielles Level. Wow. Oh Gott. Da war viel dran, ne? Oh, ich weiß nicht, woran mit diesem Messer... Ja, okay, es geht normalerweise, aber man kriegt auch viel Damage, finde ich. Also vielleicht besonders ist das einfach nur nicht richtig damit umzugehen. Naja. Oh, da ist ein Durchgang. Wow. Wow. Oh nein. Eine Schleuder. Komm, 5 schaffen wir noch. Ja, natürlich schaffen wir das, aber... Gott. Oh, das sieht voll cool hier aus. Ja, es ist, sieht cool aus. Ist ja voll schön. Oh, Monsties. Oh, da ist ein Skelett. Ein Skelett? Ja, da war ein Skelett gerade. Oh, hier geht's weiter. Ja, also wenn das weiter so geht, dann kommen wir hier wirklich easy durch. 73 schon. Oh, noch ein Skelett. Oh, ganz viele Skelette, Monster. Oh shit, ich muss was essen. Einfach draufhauen. Oh mein Gott. So, yummy. Irgendwo ein Durchgang offengelegt. Nein. Sehr gut. Da hinten in der Ecke. Betty. Ich komm. Bin da. Oh. Da haben Pixelmusik. Jetzt stirb. Geht doch. Du hast Skelette.
geht's hier irgendwo weiter. Oh, guck mal, hier ist noch ein Skelett unten Durchgang. Fahrstuhl. Geschafft. Cool. Wie spät ist es? 20 Uhr. Sollen wir abhauen oder sollen wir noch weitermachen? Weiter. Oh, ich habe eine Omnigode gefunden. Das kannst du hier schon mal nicht an. Oh, da. Oh, oh, Monster. Oh, ich hab Schaden bekommen. Die Dinger sind so pottenhässlich. Ja, das sind auch Skelette. Ja, aber die hätte man ja auch schön designen können. Oh, ich bin runtergegangen. Warte, ich muss was essen. Sag mal, jetzt hapert's aber hier sehr mit meiner Gesundheit. Oh, stirb doch. Wie viel halten die aus? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall halte ich nicht so viel aus. Ja. Noch mehr Skelette und Schleimis. Eine Träne, eine Träne, eine Träne. Sehr gut. Quarz und keine Durchgänge. Perfekt. Das heißt, wir müssen kämpfen. Ja, wir müssen suchen. Schaden, die drücken. Was denn da los? Wie viel hält das Ding aus? Oh, ich habe einen Holzhammer gefunden. Bekommen. Hä? Geht doch. Puh. Mein Mann, das war ja schon wieder. Es ist übrigens. Ja, ich glaube, jetzt müssen wir aber. Ja. Ist hier zufällig gerade straight up ein Durchgang, bitte. Nee, ich glaube. Da hinten! Komm! Und dann hauen wir direkt ab. Ja, aber hier ist immer noch kein Durchgang. 79! Wir brauchen noch einen. Ja. Ah, das schaffen wir. Ist egal, wenn wir umkippen. Komm schon. Ja, wir sind müde, das wissen wir. Hä? Skelett? Bestimmt, ich weiß nicht. Digga, nerv mich jetzt sehr. Oh, ich sterbe. Ich bin tot. Verdammt. Scheiße. Oh, Maru hat mich gefunden. Was habe ich verloren? Vor allem kippe ich jetzt auch noch um. Ich habe 4 Gegenstände verloren. Steinharz, meine Spaghetti und das Quarz. Gesamtwert 280 Gold. Das ist okay. Ich laufe schon mal nach Hause. Vielleicht schaffe ich es noch. Ja. Ich schaff's nicht mehr. Ich schaff's nicht mehr. Er wird knapp auf jeden Fall. Das könnte ganz eng doch was werden. Nee, ich glaube nicht. Nee, wir werden umkippen. Nee, wir werden umkippen. Gute Nacht. Ich kipp an meiner Tür. Ich bin im Haus, Mann. Kriech ins Bett. Wow. Ach, wie schön. Ja. Ein sehr erfolgreicher Ausflug in die Minen, würde ich sagen. Ach, ich habe keine Briefe. Okay, cool. Ach ja, schön wäre es gewesen. Ja, es reicht.
So, packen wir das weg. Knochenfragmente. Cool. Gib mir mal die hier. Hatte ich nicht noch, davon habe ich auch nur 3. Okay. Dann gehen wir halt gießen. Ja. Willst du da eigentlich gar nichts hinbauen? Ich habe meine anbauen? Felder. Ich habe meine Felder jetzt unten, weil ich dachte, dass du die jetzt da oben beanspruchst. Ach so, ja, kann ich machen. Das ist halt so cool, jetzt 3 Felder auf einmal gießen zu können. Was das kann denn der Hammer? Aus diesem einen komischen Gibby-Ding. Also das, was halt nicht aussah wie normaler Schleim. Und ich habe mein letztes Essen verloren, fällt mir gerade auf. Das ist ja abartig. Ich glaube, den Hammer behalte ich. Mach das. So. Dann packen wir das weg und das weg und das weg. Die Träne behalten wir in der Hand, weil man weiß ja nie, ob wir Sebastian treffen. Ich werde jetzt mein Mülleimer verbessern gehen, damit ich, wenn ich etwas wegschmeiße... Ja, das ist aber auch nicht so viel. Ja, aber was waren das, irgendwie 15% oder so? Naja. Ich habe halt auch gefühlt keine Energie. Das ist auch richtig cool. Also, ich würde es nicht machen. Ja, mal gucken. Vielleicht kann ich auch irgendeines meiner Werkzeuge verbessern. Weiß ich nicht. Irgendwie die Hacke oder so. Irgendwas Cooles. Was ist denn hier so los? Prismatisches Gelee, kuriose Dings. Guck mal, ich habe das gar nicht zu stehen von Dingsbums, von Sebastian. Das ist auf der anderen Tafel. Ach so. Nee, ich will dir das nicht schenken. Nein, warte. Werkzeug verbessern. Kupferaxt, Kupferspitzhacke, Kupferhacke, Kupfermülleimer. Ich habe für nichts genug Gold. Super, perfekt. Einwandfrei. First, I need Gold. Ich hab vergessen, dass ich ja wieder pleite bin, weil ich Saaten gekauft habe. In der Geode war gerade ein Stein drin. Ektoplasma kann von Geistern. Das heißt, ich gehe morgen in die Mine und gucke, dass ich Geister töte. Das heißt, ich brauche was zu fuden. Mal gucken, ob ich Dings herstellen kann. Genau, du weißt schon. Ja. Oh, Müsli-Riegel. Jetzt habe ich's. Jetzt habe ich's. Hallo, red mit mir. Was? Ich habe das dringende Bedürfnis, shoppen zu gehen. Hab ganz vergessen, wie eingebildet sie ist. Ich habe übrigens gerade festgestellt. Hast du vergessen? Ja, ich habe übrigens gerade festgestellt, du kannst mit dem Schwert blocken. Wusste ich nicht. Ich dachte, ich kann nur hauen. Mhm. Das ist cool. Dann kannst du weniger Schaden kriegen und so. Aber wo ist denn Gas? Gibt's hier noch irgendwas, was ich pflücken kann? Ich will Dinge pflücken und sammeln. Hey, wo ist Gas? Ist eine gute Frage. Have you seen my jaw? Da oben war jetzt nochmal Dingsbums, ne?
Genau. So langsam, langsam aber sicher, habe ich auch die Map im Kopf. Das ist cool. So, ich habe jetzt mal Amaranth-Saat gekauft, ne? Oh. Wegen Manis blöden Zeug da hinten. Sehr schön. Ja. Weil das brauchen wir, das brauchen die Kühe. Ich habe das Gefühl, wir sind beide heute wirklich nicht sonderlich gesprächig. Das ist ein bisschen merkwürdig. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie ist heute... Wir kommen sonst aus dem Talken gar nicht mehr raus und so sind die ganze Zeit so, oh ja, lass uns das machen und hier und da und so. Und jetzt ist so, ja, ist halt okay. Ja, was willst du halt machen? So. ja. Lass mal drüber nachdenken. Und dann so 10 Minuten Stille. Ich pack schon mal die Brombeere direkt weg für das Rathaus. Ja, heute ist irgendwie so ein Tag, so keine Ahnung. Ich habe heute frei, mein Gott. Heute darfst du mal ein bisschen durchhängen, das ist schon okay. Heute muss ich ja sowieso noch mal was aufnehmen, deswegen. Oh. Oh lol, ich merke gerade, ich habe die ganze Zeit mein Fenster aufkippt. Nicht, dass man im Hintergrund dazu die ganzen nervigen Kinder und Hunde und so draußen hört. Nee, das hört man gar nicht. Ich mach's mal trotzdem kurz zu. Ganz nervigen Kinder. Also, ich möchte jetzt nicht behaupten, dass Kinder nervig sind. Überhaupt sind sie nicht. Aber. Kinder sind toll. Sind sie aber. Aber nicht, wenn du im Plattenbau wohnst. Es ist lustig, wenn die hinfallen. Nein. Okay. Vor allem, ja. es ist halt so schlimm, wenn ich halt, also um das mal so zu erklären, wenn ich halt von meinem Block aus gehe, ich habe vor mir eine Grundschule, neben der Grundschule einen Hort, neben dem Hort einen Jugendclub, habe dann rechts von meinem Block nochmal einen Hort, habe links von meinem Block eine Gesamtschule inklusive Sportplatz und hinter mir auch nochmal den Hof vom Hort, der rechts von mir ist. Ah! Also ich habe halt straight up den ganzen Tag Kinderbeschallung. Den ganzen Tag. Und es macht mich fertig. Es ist so ein bisschen, weiß ich nicht, wie ein nie aufhörender Albtraum. Aufhörender. Ja, der hört halt nicht auf. Was meinst du, wo ist denn Sebastian gerade? Ich gehe einfach mal ein bisschen in die City, mal ein bisschen erkunden. Vielleicht finde ich irgendwen, weil ich würde ihm ganz gerne die Träne schenken. Deine Träne. Meine Träne, weil er mich nicht so mag, wie ich ihn mag. Ja, Betty. Ja, manchmal muss man einfach damit umgehen, lernen, dass Liebe einfach unerwidert bleibt. Aber das kann ich nicht akzeptieren. Es geht nicht. Was ist denn jetzt ein Ektoplasma? Was ist das denn? Oh, eine Muschel. Cool. Ist hier noch mehr am Strand? Oh, das kann ich auch aufheben. Ein Seeigel. Cool. Übrigens mag ich in letzter Zeit das Wort cool sehr gerne. Und irgendwie finde ich das disgusting, weil ich das auch immer so dämlich betone. Willkommen zurück. Eine Koralle. Noch eine Koralle. Ich sammle Dinge am Strand. Fühlt sich an wie Animal Crossing, was ich schon so oft gesagt habe. Das war's mit coolen Dingen. Nee, das finde ich blöd. Hier ist noch ein cooler Steg. Hier ist ein Seil, kann ich das aufheben? Nee, schade. Fisch.
ein Angler. Kann ich da reingehen? Es ist verschlossen. Dieses Ektoplasma. Das raubt mir den letzten Nerv. Ich habe gerade meine Träne verschenkt. Ich wollte nicht meine Träne verschenken. Egal. Ich muss nochmal in die Mine. Ich brauche eine neue Träne. Gast war die ganze Zeit da. Kann sowieso nichts kaufen. Verdammt nochmal. Weißt du, worauf ich mag den Wasser. Was denn? Was denn? Auf einen Friends-Marathon. Hä? Ich hatte richtig Bock, jetzt einfach so richtig wasted, so 4-5 Tage straight up 10 Stunden am Tag Friends gucken. Da würde ich mich sehen. Oh Gott, das hab ich ja nie geschaut. Oh. Echt nicht? Nee, gar nicht. Friends ist so cool. Kann sein. So. Okay, dann gehe ich auch in Eierbubububettchen. So, genau. Warte, ich komme gleich. Ja, heute war es ein bisschen träge. So, Schlafi. Oh Gott, ey. Ja, sehr gut. Oh, wir sind schon am nächsten Tag. Warte. Ciao. Du musst aber. Ciao. Ja, ciao.